Ja, mein lieben Freunde, 7 Days to Die steht auf dem Programm. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute mal eine etwas unspektakuläre Folge nehme ich an. Also actionreich wird es heute vermutlich nicht. Und zwar habe ich auf unserer Map ja diesen kleinen See hier gefunden. Den fand ich ziemlich schön. Und hatte erst überlegt, ob wir hier auf dieser Landzunge quasi die Basis errichten. Und dann so ein bisschen spielerisch hier ja, die Erde quasi wegnehmen, dass die Base quasi im Wasser wäre. Aber dann habe ich diese Landzunge hier gesehen und fand die dann doch ein bisschen besser. Und damit ihr nicht ganz so viel verpasst, dachte ich, nehme ich mal ein Video auf, weil ich war schon etwas fleißig. Und zwar habe ich schon mal hier unser Außen, ja, unser Außenwall sozusagen probiert zu errichten. Und ja, jetzt seid ihr live dabei, beziehungsweise jetzt könnt ihr sehen, wie es weitergeht. Und zwar dachte ich mir, dass wir hier quasi unsere Wohnstube hinpacken. Oder je nachdem, also wahrscheinlich begrenzen wir es irgendwie auf hier. Oder eben halt nur das, was jetzt schon ausgebaut ist, dass das nur die Wohnstube ist, dass wir eben in die zwei Richtungen hier schauen können. Indem wir dann auch viel aus Glas machen. Oder wir machen hier ja, unsere Garten hin mit einer Terrasse und bauen dann die, ja, die Wohnstube ein bisschen weiter hier aus. Und ja, wir müssen einfach mal schauen, aber ich wollte jetzt nicht ganz so viel ohne euch machen. Deswegen diese Folge. Und ja, wie gesagt, es wird jetzt wahrscheinlich etwas langweilig werden. Weil mit Zombies werden wir wahrscheinlich, wenn nur kurzfristig in Berührung kommen. Es sei denn, es kommt eine Wanderhorde, Freunde. Das weiß man ja nie, wann die zuschlagen. So, ich werde das jetzt hier erstmal alles zumachen, dass ich hier nicht wieder in das Loch falle. Da wäre es eben schon wieder fast passiert. So. Das sieht jetzt wahrscheinlich noch alles sehr unspektakulär aus, aber ich habe da was im Kopf und ich hoffe, dass das dann auch bei rumkommt später. Wir müssen einfach mal schauen, aber ich finde, sieht doch eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Also wir haben auf jeden Fall eine schöne Aussicht. Aber wie gesagt, hier unten sieht man halt eben, es geht etwas tiefer runter und ja, das ist, ja, hier müssen wir natürlich noch ein paar Blöcke hinbauen, ne, dass das dann schön einheitlich ist oder auch alles hier quasi mit Blöcken versehen ist, dass wir hier eine stabile Unterfläche haben. Und dann müssen wir mal schauen, aber ich denke, so lässt sich das ja schon mal ein bisschen vorstellen, auf jeden Fall, was jetzt noch kommen wird. So. Das wird auch dann die Höhe quasi des Bodens sein von unserer Base. Also das muss ich alles hier abtragen. Leider noch mit der Schaufel, weil wir keinen Erdbohrer haben. Aber so ist das leider, Freunde. Auch solche Videos gehören dazu. Ich kann jetzt nicht auf einmal dann eine Base haben und sagen, oh, habe ich nicht aufgenommen. Ne? Also ihr wollt das ja wahrscheinlich, oder es gibt bestimmt einige, die das gerne sehen möchten. Von daher muss ich da natürlich alle auch abholen, Freunde. So, ich buddel das mal schnell fertig hier und dann gucken wir mal weiter. So, wir wollen mal schnell was trinken. Und irgendwo hatte ich auch Gläser. Jawohl, hier. So, noch einen Schluck hinterher. Und weiter geht die wilde Arbeit.
So, das Ganze hätten wir jetzt. Jetzt bauen wir uns die Kisten hier entsprechend, die Blöcke noch entsprechend hin, dass das hier alles etwas schöner aussieht. So. So sieht das ja schon mal gar nicht so verkehrt aus. So, heute haben wir auf jeden Fall schon mal unsere Plattform. So, ich denke, so sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Wir müssen jetzt natürlich mal schauen. Okay, wir haben noch ein bisschen Holz. Wir können auf jeden Fall schon mal hier unten ein bisschen anfangen aufzuarbeiten. Also sprich, aus den Bauklötzen dann Holzklötze zu machen, damit die Stabilität etwas besser ist. Aber das macht eigentlich jetzt keinen Sinn so wirklich. Ich müsste zur Base fahren und mir die Nagelpistole holen. Das geht auf jeden Fall dann deutlich schneller. Weil hier habe ich auch sonst nichts weiter dabei. Gut, dann müssen wir jetzt mal schauen, was wir als nächstes machen. Eigentlich wäre es mir lieb, wenn wir hier noch ein bisschen was wegnehmen. Ich muss mal schauen, haben wir denn was? Reparaturkits, haben wir welche dabei? Ich sehe jetzt keine. Geschmiedete Stahl haben wir auch nicht. Wir können uns auch keine herstellen. Okay. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich mal zur Base fahren. Die ist halt extrem weit weg. Ihr seht, ich habe hier schon mal ein paar Notizen gemacht hier. Das wollte ich auch aufnehmen. Oder das werde ich noch aufnehmen. Das war eigentlich ein ganz cooler Spot. Da werde ich auf jeden Fall mal gucken. Aber ich denke, hier oben sind wir echt gut aufgehoben. Ne? Also es sieht schon... Ich finde, das sieht halt optisch auch mega schön aus. Also hier, denke ich mal, kann man sich wirklich wohlfühlen. Ja, was machen wir, Freunde? Wir fahren am besten in die Base. Oder wir machen jetzt doch ein bisschen Action. Komm, ein bisschen Action. Und dann hole ich einfach beim nächsten Mal die Nagelpistole und dann starten wir beim nächsten Mal einfach hier mit der Nagelpistole. Ich denke, das ist einfacher. Erstmal schnell voll trinken hier. So. Hier vorne war doch ein Militärstützpunkt, den können wir mal looten. Ja, aber natürlich auch, dass unsere Nachbarschaft schön sauber ist und dass da irgendwie nicht Zombies uns ins Gehege kommen. Deswegen gehen wir jetzt hier rein und säubern mal die Militärbase. Ist natürlich ungünstig, ist Nacht. Und ich denke auch, dass hier die Einstellungen entsprechend unserem Level angepasst worden sind. Nicht wundern, ich war hier schon drin, kurz, um zu gucken, ob wir hier schon gelootet hatten. Oder ob ich hier schon drin war. Deswegen, oh guck mal, da kommt schon der erste Bandit. Matsch weg hier. Ich mach Hete, geht schon. Die würde ich nicht ins Gesicht kriegen wollen, sag ich mal so. Boah. Gut ausgewichen, der Dude. Ja, komm schnell. Jeden Zombie, den ich vor 22 Uhr kille, ist ein guter Zombie. Du lebst ja noch. Die müssten eigentlich auch rennen. Jetzt schon. Verstehe ich gar nicht. So. Auch hinüber. Jetzt brauchen wir natürlich mal ein paar gute Bücher. Ein paar gute Bücher, Freunde. Okay, ein Stein. Ist denn hier was hinter? Das sieht so komisch aus. Sache. Aber auch nur Mist. So, jetzt bin ich gespannt, ob die Zombies rennen oder nicht, aber eigentlich sollten sie rennen. Hallo? Hier ist sogar keiner drin. Auch nicht schlecht, dann kann auch kein Zombie rennen, wenn keiner da ist. Rauskommen,
bisschen Angst, ne? Ich glaube schon, dass die rennen. Ich weiß es aber nicht. So, gleich mal das Ding hier durchschlagen. Hallo? Zombies? Hey, warum rennen die denn nicht? Ich versteh's nicht. Das ist auch manchmal echt komisch in diesem Spiel. Stabilen 6er Bogen. Der spinnt. Gut, da ist nichts drin. Wie gesagt, mit der Machete, das ist schon, die Machete ist schon eine gute Waffe. Auf jeden Fall, Freunde. Ah, schade, dass die Zombies nicht rennen, verstehe ich nicht. Kann nur daran liegen, dass er vielleicht die Einstellung von einem anderen Game übernommen hat. Geht ab. Erstmal direkt die Machete durchs Gesicht ziehen, Freunde. Munition. Vielleicht da liegt auch wieder Müll oder sowas drin. So, hier ist auf jeden Fall ein Automat, das ist schon mal eigentlich cool. Weil sollten wir mal dringend was brauchen, können wir es uns auf jeden Fall hier schnell holen. Aha, ein Geheimgang. Ich mache gleich mal die Tür zu. Ach was, ich weiß, was gleich kommt. War doch ganz entspannt, oder? Was ist das denn jetzt hier? Muss ich den anderen weghauen? Hä? Die wollen einen richtig verärgern. So, gucken wir mal. Nicht, dass da noch jemand steht, aber nein. Alles gut. Lootbeutel und schon sind wir beim Endloot. Das ging aber sehr zügig tatsächlich. Auf jeden Fall auch ein bisschen Munition gefunden, ne? Naja, es geht, ne? So viel Munition haben wir jetzt auch nicht gefunden. So, der Bogen kann schon mal weg. Die Zeitung lesen wir. Oh, Robotikhammer. Ich weiß gar nicht, Dietrich habe ich keine. Deswegen hauen wir die Truhe mal schnell auf. Aber vorher sollten wir uns noch um einen Stein kümmern. Komm, noch ein zweiter kann nichts schaden. Jawohl. Und jetzt hauen wir die Truhe auf, Freunde. So, die Truhe ist offen. Wir schauen mal rein. Ja, okay. Ja, gut, hat es jetzt vielleicht nicht so gelohnt. Gibt es hier noch einen Secret-Ausgang oder? Naja, scheinbar müssen wir hier wieder zurückgehen. Die Truhe hatte ich auch, jawohl. Gut, habe ich mir jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr erhofft, tatsächlich. Jetzt nur so 5 Patrönchen da. Weiß gar nicht, was das hier ist. Da geht's auf jeden Fall. Was hat denn das für eine Stabilität? Ah, nee, da kloppe ich mich jetzt nicht durch. Aber es geht ja auf jeden Fall noch hoch. Da können wir auch nochmal schnell schauen, was hier so abgeht. Entriegelt, entriegelt. Wir waren zwar jetzt schon beim Endloot, aber wir wollen ja wenn. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was? Alle tot? Scheint mir fast so. Zumindest hier in diesem Raum sind alle tot.
Da können wir nicht looten. Papierkarton. Oh, wir sind voll. Auf jeden Fall ein Magazin. Das können wir auf jeden Fall mal verwerten. Das Militärhose auch. Kaffee machen wir weg. Feder machen wir weg. Das Papier auch. Ich denke, wir brauchen Knochen eher für die Herstellung schon alleine von Kleber. Statt so eine blöde Feder. Feierabend für dich heute, Kollege. So, hier kriegen wir dann auch Teile raus. Mechanische oder elektrische Teile, das ist auch gut. Gar kein Vogel hier. Okay, damit hätte ich jetzt schon gerechnet, dass wenigstens noch ein Vogel hier irgendwie sein Unwesen treibt, aber scheinbar nicht. Ach, hier geht's dann quasi raus. Ah, verstehe, alles klar. So, das hier. Die Garage, kommen wir mal das bisschen lautlos mal. Boah, ich habe das Bein abgetrennt. Mit dem sauberen chirurgischen Schnitt. Das muss man auch erstmal hinkriegen. So, noch mehr Munition. Hier ist noch eine Passing Gaskis. Vielleicht mal ein Buch. Warum Erntewerkzeug? Das ist ein Passing Gas. Ich dachte, da kommt jetzt ein Motorrad. Also, für die Herstellung der Fahrzeuge eben. Aber nein. Was kam, Brudi? Jawohl. Aha. Und dann nur ein Nagel drin, ne? Ey. Kannst du dir nicht ausdenken. So, 13 Nägel, die schmeiß ich jetzt weg. Das schmeiß ich auch weg. Die Lappen behalte ich mal. Müssen halt gucken, was wir jetzt hier quasi nicht haben. Und das ist auf jeden Fall Essen. Essen haben wir hier auf jeden Fall nicht in der Base. Das haben wir alles noch drüben. Aber wie gesagt, da werde ich gleich erstmal eine Runde hindüsen. Und dann den ganzen Kladderadatsch einsammeln. Ja. Und nu? Was schmeißen wir weg? Den Zement, den brauche ich auf jeden Fall später noch. Der Grill, der kann mir auch sehr gut helfen. Heilen brauche ich mich gar nicht. Dann mache ich doch die Knochen weg. Mais, verrottete Fleisch. Weil Pflastersteine werden wir auf jeden Fall gleich benötigen. Oder später, wenn wir die Base noch weiter bekräftigen wollen. Jawohl, hier ist doch ein Fahrzeug. Nee, das gibt's doch gar nicht. Schon wieder dieses blöde Erntewerkzeug. Was will ich denn damit? Wirklich. Ich meine, auch nicht schlecht, ne? Will ich gar nichts sagen, aber ich hätte halt lieber ein Fahrzeugbuch. Okay, das Fass kann man... Warum kann ich das Fass von hier nicht looten? Das war... Okay, normalerweise kann man die Sachen ja auch da durchlooten. Gut, das lasse ich jetzt einfach mal drin. Und ich denke, wir sind jetzt einmal komplett hier durch, ne? Oder? Nee. Das Wohnheim hätten wir fast vergessen, Freunde. Ach, guck mal. Auch nochmal ein paar Zeitungen. Oh Gott. Ich habe keine Muni mehr. So. Nachladen. Anlegen. Feuer. Feuer. Geht doch. Ist das hier? Ist das Fernkampf? Jawohl, das benutzen wir gleich. Warte mal. Wir können auf jeden Fall hier die Sachen reinmachen. Danke für den Lootsack. Schon wieder kein Platz. Ah, ist doch nicht möglich. Kann ich denn hier das. Ne, kann ich nicht dran pappen. Ich glaube, hier noch eine Farbe reinmachen. Damit hätten wir zumindest das schon mal. Dann nehme ich die Steroide und packe das Geld ein. Und damit... Ah, draußen kommen unsere Freunde. Ich höre sie schon. Gut, Kaffeepulver. Bier. Das kann ich alles nicht mitnehmen. Alles nicht schlimm, brauchen wir auch nicht. Kommst du denn her, Junge? Oh, 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 oh. Gut, dass du nicht rennen kannst. Bist du tot? Jetzt.
Ah, wenn ich das jetzt hier alles öffne, ich krieg's nicht mit. Ich werde es nicht mitkriegen. Da müsste ich so viel weg. Ja, gut, ich könnte Blei, Eisen. Wir gucken einfach mal. So, komm. Blei weg, Eisen weg. Steine weg, Holz weg. Das meiste nehme ich noch mit. Nehmen wir hier als Essen mit. Und unser armer Dude darf gar nichts essen. Da müssen wir jetzt natürlich mal gucken, dass wir den auch ein bisschen bei Laune halten. Aber Essen lohnt sich hier scheinbar wirklich. Komm, Kunststoff. Und das futtern wir auch noch. So, dann haben wir hier zum Großteil zumindest das Auto gemietet. Gut, ich denke, ich fahre jetzt zu der neuen Base, lade einmal aus, Freunde. Und dann fahre ich zur alten Base. Halt, ich muss hier so ein bisschen schräg rüber. Ich hätte da vielleicht ein anderes Symbol wie hin sollen. Und ja, hol einfach die Sachen, die wir jetzt brauchen zum Bau. Nehme ich schon mal, mit. Boah, ist natürlich stocke Nacht hier. Man erkennt wirklich sehr wenig. Müssten wir dann mal gucken, dass wir das irgendwie mit Licht bewältigt kriegen. Aber ich denke, zack, so ist doch ganz cool. Ist halt, wie gesagt, einfach mal schauen, wie wir das dann alles machen. Aber ich bin da eigentlich optimistisch, dass wir das ganz gut hinkriegen. So, eigentlich kann ich alles hier lassen. Die Axt kann ich auch hier lassen. Da habe ich wieder einen Block oder einen Platz mehr im Inventar frei. Ansonsten. Das hier könnte ich noch irgendwo einbauen. Kann ich hier in den Basic bestimmt. Ja. Dann kann ich mich die Rahmen auch hier lassen. Habe ich nur ein bisschen. Das Ding lade ich durch. Ich glaube, so viel Schuss brauche ich auch nicht. Aber gut, ich kann es eh nicht hier reinpacken. Okay. Gut, Freunde. Ich fahre zur alten Base, hol die ganzen Klamotten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder beim Basebau. Und vielleicht habe ich dann hier schon die Wände ein bisschen aufgewertet. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da oder ein Abo. Ist kostenlos. Übrigens. Und ja, macht mir immer sehr viel Freude. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Bis dann.